Okay, wir beweisen mal ein paar Aussagen zur Teilbarkeit. Und zwar nehmen wir mal die erste hier. Für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt 2 teilt n Quadrat plus n. So, setzen wir mal Klammern, um es deutlich zu machen. Also 2 teilt n Quadrat plus n. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, so einen Beweis zu führen. Ne? Für alle n aus n, da könnte man meinen, ja, da können wir ja mal eine vollständige Induktion machen. Ja, das können wir ja mal testweise machen. Ne? Machen wir es mal kurz. Induktionsanfang n gleich 1. So, 2 teilt 1 Quadrat plus 1. Das stimmt, ne? Weil das ist ja gleich 2. Okay. Induktionsschritt. Machen wir erstmal die Induktionsannahme. Zwei teilt k Quadrat plus k. Ne, nehmen wir mal irgendein k, für das wir annehmen. Die Aussage gilt, das heißt 2 teilt k Quadrat plus k, zeige 2 teilt auch k plus 1 Quadrat plus k Quadrat. Entschuldigung, Quatsch. Blödsinn. Plus k plus 1. So. Okay, jetzt formen wir das da hinten mal um, ne? Das ist k Quadrat plus 2k plus 1. Hier binomische Formel angewendet. Plus k plus 1. Das ist also k Quadrat plus 3k plus 2. K Quadrat plus k wissen wir ist nicht 2 teilbar, das heißt, das müssen wir irgendwo rausholen. K Quadrat plus k plus 2k plus 2. Das ist gleich k Quadrat plus k plus 2 mal k plus 1. Ne? Und da sieht man, das ist durch 2 teilbar nach der Induktionsannahme. Und das ist auch durch 2 teilbar, wie man sieht, weil hier 2 mal etwas steht. Okay, das wäre jetzt so ein vollständiger Induktionsbeweis. Ich bin da relativ rasch durchgerauscht gerade, weil es viel einfacher geht. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist ein korrekter Beweis. Wenn man so eine Aufgabe kriegt und man macht es so, ist es völlig in Ordnung. Wenn man aber mal genau hinsieht, sieht man, dass man es auch direkt beweisen kann. Denn n Quadrat plus n, wenn man da mal n ausklammert, das ist n mal n plus 1. Ne? Das ist n mal n plus 1. Das heißt, da werden zwei aufeinander folgende natürliche Zahlen miteinander multipliziert. Und bei zwei aufeinander folgenden natürlichen Zahlen ist immer eine gerade. Wenn man es jetzt also ganz streng formal machen wollte, könnte man jetzt hinschreiben: Fall 1, n gerade, ja, dann teilt 2 n und damit auch zwei teilt n mal n plus 1. Und das ist ja gerade das, was da oben steht. Ne? 2 teilt n mal n plus 1. So. Fall 2. N ungerade. Dann n plus 1 gerade. Weiter analog zu Fall 1. Ja, wenn n plus 1 gerade ist, dann teilt 2 n plus 1 und damit auch n mal n plus 1. Okay.
So, hier sieht man, verschiedene Wege führen zum Ziel. Einer ist schneller, einer ist langsamer. Völlig egal, letztlich ist es egal. Dieser linke Beweis, da würde man vielleicht sagen, der ist schöner. Ja? Mathematiker haben so ein ästhetisches Empfinden, was Beweise anbelangt. Wenn man ein bisschen Übung hat mit Beweisen, dann merkt man irgendwann, ah ja, der ist jetzt auch korrekt, der Beweis, dieser Induktionsbeweis hier ist korrekt, aber der hier ist eigentlich der linke, der ist eigentlich schöner, weil er direkt geht, weil er kurz ist, weil er gewisse Einsichten vermittelt, die der rechte Beweis nicht vermittelt. Okay, eine ähnliche Aufgabe ist die folgende. Zeige für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt 3 teilt n hoch 3 minus n. Könnte man das auch wieder mit vollständiger Induktion machen? Vielleicht kriegen wir es aber auch direkt hin, wenn wir mal so vorgehen wie oben. Also gucken wir mal, ob wir das n hoch 3 minus n auch umschreiben können. Als erstes sieht man, da kann man n hier rausholen. Oh, Entschuldigung, das ist natürlich nicht hoch 3 mehr, sondern dann nur noch das Quadrat. N Quadrat minus 1. Und bei n Quadrat minus 1 müssen auch die Alarmglocken leuchten oder angehen. Dann haben wir n Quadrat minus 1, das ist ja eine binomische Formel. Das ist n plus 1 mal n minus 1. Dritte binomische Formel. So. Jetzt haben wir schnell n mal n plus 1 mal n minus 1. Wenn wir das in Reihenfolge bringen, steht hier n minus 1 mal n plus 1. So. Das sind aufeinander folgende natürliche Zahlen, drei an der Zahl, ne? Drei aufeinanderfolgende natürliche Zahlen. Naja, und eine davon ist durch 3 teilbar. Und damit auch das gesamte Produkt. Also hier das gleiche Argument wie oben. Das klappt nicht immer so schön, ne? Aber hier bei den beiden Fällen, da klappt es mal.